ist ein sandiger Weg. Kann ich bei den Weihnachtsmann, wenn die mal mit der Tür kommen? Musst du gleich mal kommen. Ja, das bringt ja nicht. Musst gleich mal kommen, dass du dir mal schön ein paar Sekunden hast und fahrst du gleich die Sekunden vor, dann geht's vorbei. Ja, geht einfach näher.
Wir haben heute die Blue Light Night veranstaltet am Uniklinikum Bonn und jetzt hier in der Kinderklinik St. Augustin unter der Teilnahme sehr vieler Blaulichtorganisationen und es war mir eine Herzensangelegenheit. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Olaf Bach. Ich habe im Jahr 2016 ein ehemaliges amerikanisches Polizeifahrzeug importiert und als Thin Blue Line Tribute Cop Car Germany gewidmet. Und zwar Thin Blue Line, das ist die dünne blaue Linie. Die dünne blaue Linie ist ein Symbol für die Gesetzeshüter, die auf der dünnen blauen Linie ihren Dienst verrichten. Dies natürlich mit Sold bezahlt kommen, aber teils auch mit dem kostbarsten unfreiwilligerweise bezahlen, ja, mit der Gesundheit oder in seltenen Fällen auch mit ihrem Leben. Und die Thin Blue Line, die dünne blaue Linie, steht einfach dafür, für mehr Respekt vor Einsatzkräften, die eben uns alle ja, beschützen, alle behüten, die sich zwischen uns und die wirklichen Bad Guys stellen. Die Thin Blue Line kann man kurz zusammenfassen, trennt Chaos von Rechtschaffenheit, trennt Täter von potenziellen Opfern. Und ja, das möchte ich einfach in die Köpfe der Menschen bringen, das möchte ich bekannt machen, mache das auch ganz erfolgreich in Europa und bin mit dem Fahrzeug sowohl schon mehrfach in Dijon gewesen, in Frankreich, dort von der Polizei eingeladen worden, auf dem Journée de la Police in Luxemburg, dann bei der Polizei in Maastricht und anderen Städten, Belgien gehört noch dazu, ja, und auf verschiedenen Sommerfesten und Tagen der offenen Tür in deutschen Polizeipräsidien. Was haben wir jetzt heute hier gemacht in St. Augustin? Hier stehe ich gerade vor dem Asklepios Kinderklinikum in St. Augustin. Es ist recht kalt, es hat eben geregnet, aber wir haben Frohsinn verbreitet für die Kids, die hier in diversen Etagen, in diversen Gebäuden, in den Krankenzimmern liegen. Aber auch für das Pflegepersonal und für die Eltern, die Erziehungsberechtigten, die vielleicht anwesend waren, haben wir eine Blue Light Night initiiert. Das war eine Idee, die ich aus USA mitgebracht habe, schon vor vielen Jahren und bisher noch nicht umsetzen konnte. Ja, dieses Jahr haben wir das gleich an mehreren Kliniken umgesetzt, unter anderem eben hier. Was haben wir gemacht? Wir haben mit Fahrzeugen Aufstellung genommen von diversen Blaulichtorganisationen und haben dann für eine halbe Stunde ja, Corona-gerecht in unseren Fahrzeugen überwiegend sitzend die Kinder und Pfleger und Aufsichtspersonal gegrüßt mit dem Blaulicht und haben ihnen damit vermittelt, die große Welt da draußen denkt an euch. Ihr seid nicht allein. Die Kids haben uns dann zurückgewunken aus den Krankenzimmern mit 120 vorher gespendeten Lichtschwertern und Taschenlampen. Wir hatten also zahlreiche Unterstützer und Spender, die uns in die Lage versetzt haben, das letzten Sonntag, also vor zwei Tagen, noch anzuliefern und damit das auf den Stationen verteilt wird. Gleich gibt es vom Weihnachtsmann noch ein paar Polizeiautos, die dann verteilt werden können an die Kinder. Ja, was haben wir gemacht? Also wir hatten den Weihnachtsmann, den großen Roboter, zwei, drei Meter großen blau-silbernen Polizeiroboter herumlaufen. Die haben beide in die Krankenzimmer gewunken, also sehr Corona-gerecht konzipiert das Ganze, damit eben wirklich jeder Übertragungsweg ausgeschlossen werden kann. Dann haben wir folgende Organisationen hier gehabt. Ich hoffe, ich kriege sie alle zusammen. Die Bundespolizei war da, die Polizei NRW war auch anwesend. Dann hatten wir das Bundeskriminalamt, das uns unterstützt hat. Die Feldjäger der Bundeswehr waren da, das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk war da. Dann hatten wir ASB, DLRG, Wasserwacht, Johanniter, Malteser waren, glaube ich, auch da. Noch einige Privatpersonen mit Oldtimern, zum Beispiel eine Harley Davidson mit Polizeiausrüstung oder ein 1969er riesengroßer, original amerikanischer
Pumper, so nennt sich das, also ein Feuerwehrfahrzeug mit Pumpen und Schläuchen an Bord. Und die haben wir alle aufgestellt auf vorher zugewiesenen Flächen. Und ich habe schon gehört von einigen Eltern, von einigen Stimmen, dass es ganz toll war und die Kinder, soweit sie eben in der Lage waren, das wahrzunehmen und die Krankheit das zuließ, dass sie sich das angeschaut haben von ihren Fenstern aus, waren durchweg begeistert. Und ja, zum Nachspielen lassen wir dann eben die kleinen Polizeiautos noch hier. Ja, ich kriege eins angereicht, so sieht das dann aus. Und dann können die Kids dann auch noch nachspielen, was sie da unten gesehen haben und noch ein bisschen Spaß haben, haben noch ein bisschen Ablenkung.